Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Diesmal machen wir mal wieder ein Siege-Video von Gilde 2. Vor 1 von Gilde 1 wird auch noch kommen. So, hier steht es aktuell 4793 zu 3375. Sofort und gleich YouTube 2 gegen Resistance is futile. So, ja, die können natürlich hier unten, wenn ihr euch das anschaut, die Musikinsel von uns hat nur noch 5 Leben. Das heißt, wenn sie die noch attackieren würden, dann kämen sie noch mal ran, dann wären sie bei 4. Ich denke trotzdem, dass wir das gewinnen werden. So, hoffe ich jetzt einfach mal. Ich habe mir Die ein Hälfte Drunk deines Deck. Gesprächs nicht gehört. Warum? Weil ich kurz mich noch ausschalten muss wegen Niesen. Okay. So. Macht nichts. War nicht so wichtig. So, ja, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir das Ding hier auf jeden Fall noch nach Hause holen. Ne? Hab mir jetzt extra hier mal so ein Drunk-Deck zusammengestellt. Jetzt habe ich natürlich ein Riesenproblem, Drunk-Deck. weil der gleich schon mit einem super Tanztrupp da ankommt. Und das ist nicht. Super Dance Squad. Da steht super Tanztrupp. Das ist die deutsche Version. So, das ist Hört natürlich sich nicht bescheuert wirklich an. schön. Aber vielleicht kann ich ja trotzdem noch irgendwas retten. Jawohl! Und damit habe ich den schon mal weggesmashed. Ja. Zerstört. Hast nur Legis im Deck. Ja, nee, habe ich nicht nur, weil es jetzt mein Drunk Deck ist. Guck, da hinten habe ich sogar mal einen Quad-Fused Drunken Fry. Übrigens, soweit ich das mitbekommen habe, soll nach dem Animal BGE ein Drunk BGE folgen. Was natürlich für meine Decks relativ geil wäre, weil die sowieso schon. Nein. Drunk war ja, glaube ich, das erste BGE, ne? Das allererste, das es jemals gab, oder? Nein. Was waren davor? Warum? Nein, ich glaube, mit Drunk fing es an. Hm? Ich glaube, Drunk war das allererste BGE, das es gab. Ja, und da war ich damals noch so enttäuscht, weil ich zu schwach war, diese Karte zu bekommen. Das war, glaube ich, schon der Drunk Fry damals gewesen. Die allererste Extra-Karte. Kannst du dich daran noch erinnern? Damals war es so gewesen, dass bei den Challenges, da gab es, war es nicht so wie jetzt, dass es Chance Pack. diese Chance Packs gab, ja. Nein, da gibt's damals gab es diesen Chance Pack. Heute gibt es diese Epic Packs. Ja, genau, so rum war es, genau. Und in den Chance Packs war immer eine vorgegebene Super-Epic-Karte. Ja, und es war damals in dem allerersten Ding, war das der Drunken Fry. Und ich war eben noch zu schwach gewesen, um den zu bekommen. Ich war so gefrustet. Ich konnte nichts machen, hab's nicht geschafft. Ja. Naja, jetzt habe ich ihn hier im Deck drin, aber Quad Fused und ist trotzdem eine der schwächsten Karten. Hat sich einiges getan in der ganzen Zeit, auf jeden Fall. Ja. So, ja, fangen wir doch auch mal gleich mal mit dem Drunk Fry an, wenn wir schon über den gesprochen haben. So, Drunken Clam. So, was haben wir denn? Können wir. Siehste, da ist das meiste mit der Louise noch nicht. Also die Karten sind jetzt mit der Louise noch nicht erforscht. Macht nichts. Macht überhaupt nichts. Wird trotzdem reichen für so einen hier. Oh, was? Ja, Drunken Clam. Also für das nächste Mal sollte ich die auf jeden Fall mal erforschen, falls ich nochmal irgendwie auf einer Drunk-Insel angreifen sollte. So. Man könnte natürlich auch sein Standard-Deck benutzen, aber ich wollte jetzt mit gutem Beispiel vorangehen für dieses Video und mir dann wenigstens hier erstmal ein kleines Drunk-Deck Gutes zusammenstellen. Beispiel. Ja. Guck dir mal bitte das erste Wort an. Ja, ein gutes Beispiel. Nein. Gut. Kein. Ein. Nein. Doch. Gut. Nein. Und was haben wir hier? Den Tequila, Roger? Oder soll ich den Mr. Deliver Ich machen? sage den Henkel. Mr. Deliver, Mr. Deliver, Mr. Deliver. Nein, Ich mach den Tequila. mach den Tequila, Roger. Wir sind auf der Drunk-Insel. Und der wird jetzt hier da vorne sein bösartiges Werk verrichten. Dann haben wir noch den Hank Hill. Machen wir den zum betrunkenen Hank. Oh ja. Und jetzt habe ich den Peter. Allerdings. Da hätte jetzt die Drunk-Karte gut gepasst, aber wir können auch den Sexualkunde-Peter daraus machen. Ist jetzt völlig wurscht, wo er hinballert. Das Ding haben wir auf jeden Fall gewonnen. So, jetzt holen wir mal eine glatte 10 hier raus. Oh, War ich vorhin ein klein wenig ins Stocken gekommen. Ob ich das schaffe. Der Gleich ist nicht so gut.
Herr Sofort ist noch viel schlechter. So. Nein, also. Ich bin der beste Animation Tutorial. Ich hab alle Mythics, alle Legendary Squad Fused. Also die Mythics, meine Mythics, ich habe halt einen Account, den habe ich versteckt. Und ja, da habe ich halt alle Mythics Squad Fused und alle Legendary Squad Fused. Ja, da hört man dann auch schon, wovon er nachts träumt. Nein, auch nicht. Ich träume davon auch nicht. Und das sollte jetzt eigentlich. Jetzt müssen wir mal gucken, was machen wir denn daraus? Yeah, die Yachtträume damit. Hergleich! Was denn? Hergleich. Was denn? Hergleich. Was denn? Her sofort. Was Hergleich. Ist Her sofort, was ist Hergleich. Denn? Ja, erzählen Sie. Gleich. Mock Trial Louise. Inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich am Anfang so ein klein wenig demotiviert war, als ich die Louise gezogen habe, ich finde sie inzwischen cool. Gleich? Ja, was denn? Hallo. Ja. Was? Hi. Ey, was gibt's? Servus. Bist du da? Hä? So. Also. Ja. Einfach mal kurz durchmarschieren. Da war den Diesel. Gleich. Bitte hör doch mal auf zu nerven. Okay. Mach doch kein Nervvideo daraus. So. Na, Nervvideo. Ben, doch. Du bist schon wieder. Mach die Tomlin in Middle School. Oh, achso. Oh. Bending Grad School müsste alles zerstören. Mach die Louise, oder? Ich bin aktuell am Überlegen. Das wäre die Präsentation. Die ist natürlich relativ nice, weil die viel runterkrippelt. Echt? Wenn man es mal sehen würde. Da, 8 und 18 Gas. Alternativ könnte ich natürlich auch hier Spray und Army Fry machen mit 18-fach Bodyguard und einem 9er goldenen Schild. Komm, den machen wir. Machen wir den. Der wird auf jeden Fall im Super Dance Trap. Naja, Super Dance Trap. Trap. Super Dance Trap. Vor allem Super Dance Trap. Super Dance Trap. Das Video wird heißen Super Dance Trap. Super Dance Trap. Super Dance Trap. Super Dance Trap. Das hättest du jetzt nicht bringen dürfen. Ja, macht nichts. So, also. Gut. Hat jetzt gerade so blöd gepasst. Okay, also dann. Hat nicht gepasst. Jetzt haben wir noch 4 Angriffe. Stand da gerade Fortnite? Nee, da stand Futile. Ja, die heißen nicht Fortnite, sondern Futile. Gegen Futile. Azari. Macht ein Highschool-Bild, oder? Oder kommt man schnell? Working oder Burgers and Louise. Burgers and Louise. So, warte mal. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so gut gelaufen jetzt hier. Dann machen wir mal hier. Was ist langer Stab? Was ist mit. Ja, okay. Ich mach jetzt. Mach mal die Linda drauf. Mach ich die Linda drauf, weil die nämlich zum einen die Crazed hat. Und einmal. Vor allen Dingen, er spricht manchmal einfach Deutsch und manchmal spricht er einfach alles auf Englisch aus. Ich kapiere ihn nicht. Vorher waren es die Gems, ja? Und dann jetzt ist Deutsch-Englisch gemischt, jetzt ist es ein Denglisch, ja? Kennt ihr alle das Denglisch? So, dafür gewinne ich 10 Matches. So, also, ich darf mir das erlauben. Nee. Ein bisschen. Weil ihr sagt immer Golden Turds. Eigentlich müsste es heißen, goldenes Stück Scheiße. Toll, wie hörten sich das an? Goldenes Stück Scheiße. Wir machen jetzt goldenes Stück Scheißen-Pakete auf. Hey, sag mal. Das hört sich total bekloppt an hier. Ja, aber das musst du loslegen. Nein, das müsste ich nicht sagen. Das kommt auch noch ein Titel. Das kommt auch noch ein Titel. Nein. Doch. Das kommt auch noch ein Titel. So, AG Fott. Das kommt auch noch ein Titel. Oh, Time for Hard Liquor. Habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt. Auch eine nice Combo. Vor allem, da steht Zeit für hartes Gesöpf. Ja, ich habe. Da ich die jetzt länger schon nicht gespielt habe, habe ich jetzt nicht auf den deutschen Namen geachtet. Zeit für hartes Gesöpf. Du darfst dieses Mal, diese Folge, jetzt kein englisches Wort mehr sagen. Nur What? So. Ja, du darfst kein englisches Wort mehr sagen. What? Oh, komm, probier mal. Was? Probier mal. Zählt okay auch zu Englisch? Das ist auch, glaube ich, Englisch dann, ne? Okay, darf ich dann auch nicht mehr sagen, oder was? Sagen. Okay, darf ich noch sagen, oder ist okay Englisch? Leute, ist okay Englisch? Ist Deutsch und Englisch.
Ja, erzähl halt was! Nein, ich trau mich nicht. Erzähl was! Ich trau mich nicht, noch irgendwas zu sagen. Sag was! Nein. Das ist doch langweilig. Ja, eben. Ja, sag was. Na, was? Kommentier ein bisschen. Ja, ja. So, was mach ich jetzt hier raus? Verdammt nochmal. Also machen wir hier die Pawtucket Patriot Ale. Pawtucket Patriot Ale. Ja, die heißt so. Pawtucket Patriot Ale. Die steht immer, noch so da. Das steht da so. Pawtucket Patriot Ale. Da kann ich nichts dafür. Die Karte heißt so. Wie soll ich die denn auf Deutsch aussprechen? Pawtucket Patriot Ale. Oder was? Ja. Patriotale. Patriotale. Ja. So, das klingt dann eher nach Latein. Patriotale. Patriotale. So, jetzt los. Wie heißt der Spieler? Banana. Ich sollte es auf Deutsch aussprechen. Banana. Das ist der Banana. Kennst du den Banana? Ich fange jetzt mal an mit dem betrunkenen Peter, der macht eh alles kaputt, was ihm in den Weg kommt. Oh, Drunken in the Clam ist natürlich. Drunken in the Clam, du Betrunken Horst. Im Clam. Ja, auf Deutsch. Halt. Betrunken im Clam. Ja, aber wie heißt der sonst, der Drunken? Oder der Betrunkene? Drunken im Clam. Nein, aber der andere. Der Drunken? Peter. Falsch. Was? Betrunkene Peter. Ah, sturzbetrunkener Peter. Nein, das ist der sturzbetrunkene Bill. Ja. So, okay, jetzt haben wir die 10 Matches gewonnen. Also jetzt konnten haben uns nochmal ein klein wenig nach vorne getrieben. Aktuell, wie gesagt, hier haben wir 4.893 zu 3.375. Das gilt auch noch für die Gilde 1-Folge dann, ne? Ja, ja, aber jetzt haben wir, wenn die, wie gesagt, die 1.000 Punkte holen, dann sind sie bei 4.375 plus 50 für die 5 Leben. Wären 4.425, fehlen denen noch 4.425, 470 ungefähr. 470, das heißt, jetzt würde, ja, 475, das wären 5 starke Accounts. Wow, kann noch eng werden, müssen wir mal schauen. Also, auf jeden Fall ein heißes Matchup hier gegen sofort gegen Resistance ist futile. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut uns nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit uns, dem Herrn sofort und dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.